Der Freude über die Entdeckung der 12 Jungen in einer thailändischen Höhle folgt die Ernüchterung. Denn wie die Rettung der Kinder aus der Höhle gelingen soll, ist derzeit noch unklar. 13 Menschen sind gefunden worden, aber ich vermute, dass die Mission noch nicht vorbei ist. Ich bereite Ärzte darauf vor, in die Höhle einzusteigen. Ich hoffe, wir können sie heute noch losschicken. Viele Kammern der Höhle, in die Gruppe 9 Tage zuvor geflüchtet war, sind weiterhin überflutet. Die geschwächten Kinder müssen mehrere Kilometer weit zum Höhlenausgang gebracht werden. Das kann Wochen oder sogar Monate dauern. Die Jungen und ihr Trainer waren lebend in der Höhle entdeckt worden, 400 Meter von dem Ort entfernt, wo sie vermutet worden waren. Ich bin froh, dass mein Sohn gefunden wurde. Ich bin so erleichtert, ich kann es nicht beschreiben. Ich bin sehr glücklich. Ich habe es über das Fernsehen erfahren. Als ich es in den Nachrichten hörte, war ich gleichzeitig schockiert und glücklich. Derzeit wird die Gruppe mit Nahrungsmitteln versorgt. Zudem sollen sie Tauchtraining erhalten. Sollte sich das Tauchen für die Kinder als unmöglich erweisen, besteht eventuell die Chance, sie von außen herauszubohren. Währenddessen wird das Wasser in der verwinkelten, kilometerlangen Höhle weiter abgepumpt. Allerdings drängt die Zeit. Für diese Woche sind neue, schwere Monsunregenfälle angekündigt.